Meine Lieblingsmission kommt. Mach Amok. Wo speichern wir natürlich auch? Da, wo ich bis jetzt schon alles gespeichert habe. Und hier ist so eine blöde Fliege, die mir jetzt die ganze Zeit vor meinem Bildschirm her schwirrt. Hau ab! Blöde Fliege. I look positively delicious, my eyes, my lips, my hair, absolutely flawless. And look, it's time for me to visit you-know-who and give him an update. She's going underground. Everything is going just as planned. The Black Obelisk is steadily drinking all of Amiga's Alan's energy. You may rest comfortably, Lord Von Bold. One other thing, my lord. As we are on schedule, perhaps the time has come to deal with those two. It would be best to dispose them before they stumble upon our plan. Wait. In the shadows behind the pillar. Who lurks there? What? Who's there? Look what the wind's blown in. A noisy little bird named Hawkey. I must tell you, I disapprove of sneaky eavesdroppers, whatever das heißt. Didn't your parents teach you any manners? You must be Von Bold. We've never met, but I've heard plenty about you. You began as nothing more than an elderly cow from the countryside. But after Storm died, you suddenly rose up and filled the vacuum of power. Where your resources and strength came from remains a complete mystery. You've been alive for an absolutely long time, and you're never seen in public. It's an honor to meet you. So, you've seen me. That means you must die. I did not come here to listen to idle threats. I will have answers from you, Von Bold. What are you scheming? What do you possibly hope to gain by leeching the life force from the land? Haven't we already covered this, love? The answer is not for your ears. This may be a bit premature, but I think it's time for you and your little kitty cat friend to disappear. Come to me, my precious Osium. Ah, don't be shy. I've got a nice chucky snack for you. What? So many? No. Fly away, little bird. My Osium will be right behind you. After, my darlings, find him and feast in his flesh. They're still after me. There's just too many of them. What's up, bird brain? You're looking way stressed. Lash, we're leaving. Now! Leaving? What? Oh my gosh, what's going on? If you don't want to wind up as a lunch, you still shut up and move. Yeek! Ew, this place is just keeps piling on the thought. This desert is too big, the enemy base has got to be here somewhere. I'm telling you, this is awful. It's just sand, sand, and more sand. When do we get to crack some hands? Heads. Look, enemy forces are dead ahead. Is that? Ah, no. What is this? Hey, what's going on there? Osium, it's everywhere. 5, 10. How many of them are there? Hey, check it out. Isn't that? Go away, leave me alone! Settle down, Lash. We must find a way to break through the ranks. Wait a minute, that's Lash, isn't it? The Black Hoko. And that Talkie. Are they the ones controlling these jiggle freaks? I don't think so. There's something odd happening here. The Osium, it's all hunting Lash and Talkie, but why? Now I'm confused. Who is hunting who? Or is it whom? I can never remember. This whole situation is whack, but we gotta save them. You're talking crazy, Jake. They're the enemy. Yeah?
Well, it's either save them or watch them get lunched on. Go ahead and do your own thing. I'm gonna bail them out. That's a bold and dangerous move. It could all be an elaborate trap. It might be, and yet I must agree with Jake. Boldly aiding those in need is what I, Xavier, have sworn to do. Kanan, we don't have time to argue about this. Prepare to attack. Those two aren't going anywhere. We'll interrogate them when it's finished. Okay, wir dürfen hier mal wieder was ganz was Neues machen. Wir haben nämlich jetzt Hawkeye und Lash hier mit dem Team. Und die müssen wir retten. Ich darf die beiden hier auch nicht austauschen, die müssen hier dabei sein. Ich habe vor, das Ganze mit Jake und Chess zu machen. Und zwar, wir brauchen hier ja kein Kriegsnebel-Power. Ich nehme dafür lieber mehr Turmstärke mit. Glück ist hier etwas sehr Gutes. Chess benutze ich als Glücksbringer für Jake jetzt gerade. Jake ist hier ein sehr starker Coup, weil hier fast überall Ebene ist auf dieser ganzen Karte. Lash und Hawkeye kann ich ja eh nicht austauschen. So. Dann, nachdem es hier nicht sehr viel zum Einstellen gab, Mission 20, Mach Amok. The OCM-238 is highly resistant to our weaponry. We may not be able to outgun them in head-to-head combat. It's all good. Well, figure out a way to spank these tubs to goop. The sandstorm is just awful. I haven't been in a fight like this for ages. Take heed. Indirect combat units function poorly when the desert winds are blowing. Specifically, the maximum range will be reduced by one. Hawkeye, can we trust? We can't trust you. Word. Thanks for the hot tip, Hawkeye. Now that you've got my back, let's get out there and own some Usium. So, ja, Fernwaffen funktionieren zwar nicht unbedingt sehr gut, aber sie funktionieren noch. Zumindest Raketenwerfer haben hier noch ein gutes Stück. So, ich würde eigentlich lieber gern erstmal in Stellung bringen, bevor ich hier irgendwas mache. Bozium ist ja erstaunlich anfällig gegenüber Infanterie. Und das muss man immer schön ausnutzen. Wobei, machen wir es hier. Späher nützen auch mehr, als man es von ihnen normalerweise gewohnt ist. So. Dann beende ich das Ganze erstmal. Hier schieße ich erstmal das Zeug da unten an. Mehr kann ich mit ihnen gerade nicht machen. Dafür haben die zu wenig Einheiten. So. Dann können wir den hier nochmal abschießen. So, wie teilen wir das jetzt am besten auf? So, das muss erstmal gemacht werden. Jetzt der Speer, die sind ja relativ stark dagegen. Neotanks helfen sowieso immer was. Den
da unten, den kriege ich womöglich sogar auch noch. Ich habe noch 3 Einheiten, die ihn angreifen können. Und alle 3 sind relativ effektiv dagegen. Ich brauche nur mindestens einmal Glück und das ist mein einziges Problem an der Sache. Da hatte ich meine eine Portion Glück schon mal. So. Ja, da ist das Glück sowieso gut gelaufen. Ach ja, weil ich es gerade schon wieder höre. Wenn man das Zeug kaputt haut, das füllt den Power Meter so derbst extrem auf, dass es schon fast nicht mehr schön ist. So, ihr seht selber, ich habe 2 Oziums kaputt gemacht. Mein Powerbar ist schon bei... Also ich habe 2,5 kaputt gemacht. Powerbar ist schon bei über 3 Sternen. Das heißt, jetzt lasse ich Chess mal ran. So. Ich würde gerne erstmal den hier da anschießen. Den würde ich da bewegen. Einfach mal den da in die Richtung zu ködern eventuell. Hoffen, dass er nicht da runter geht. Ansonsten kann ich sie ja immer noch weiter ködern. Keine Sorge, Höllium reagiert nicht auf irgendwelche Movement Powers. Vor allem, weil er sie alle vorher bewegt, aber selbst wenn er sie nachher zünden würde, Höllium ist einfach ihm resistent gegen sowas. So. Den da oben kriegen wir klein. Hey, angreifen sollst du. Einen ganz speziellen Grund, warum das Ganze hier mein Lieblingslevel ist. Man kann sich's eventuell aber schon denken. Ihr seht's spätestens am Ende der Mission. Ich glaube, das mache ich jetzt lieber mal nicht. Die stehen mir da ein bisschen zu dicht beieinander. Stattdessen werde ich den da unten mal ein bisschen einheizen. Wenn ich da überhaupt mit genug Einheiten hinkomme, das ist die nächste Sorge. Bis jetzt sieht's gut aus. Er kommt zwar nicht hin, aber der sollte das Ganze noch finishen können. Schön. So. Ja, das sieht so aus, als würden wir da unten gleich ein bisschen Benzin brauchen. Wobei, ich habe Jazz.
tue ich es also nicht wirklich. So, weg der Hockey. Gut, sie haben sich ein bisschen verteilt, das passt. Okay. Zuerst mal wieder den da oben anschießen. Kriegen wir irgendwann auch noch einen Ozean mit Fernwaffen kaputt. Geräusch, das ich jetzt sehr gerne höre. So, den brauche ich hier. Du wartest hier erstmal. So, den dahin, den dahin. Den können wir ruhig noch hier hinstellen. Jetzt kommt auch Jake nach vorne. Schießen wir den lieber an. Bringt zwar nicht viel, aber Kleinvieh macht ja auch Mist. Bringt mir immer sehr viel, wenn er da seinen Supercore-Power reinhaut. Okay. Ich brauche eine Tag-Power. Und idealerweise funktioniert das gleich, indem ich jetzt hier schön mal den anschieße und dabei den Powerbar aufgefüllt bekomme. Genau, so habe ich mir das vorgestellt. What's up now? Kommt eine der coolsten Tech Powers überhaupt. Heavy Metal! Oh, jetzt können wir mal richtig reinhauen. Ja, das war eine Mecheinheit. Weg. Jupp. Hier noch den Kopter nutzen. Bisschen was damagen. Und jetzt kommt Chess dran. Zuerst mal hier dieses Ozeum noch kaputt schießen. Schießen wir lieber den hier kaputt. Ach, schöne 63%.
nochmal schön draufhauen. Den würde ich gern noch hier oben hinschicken, weil den will ich auch noch kaputt hauen. Ein weiteres kaputt. So, die zwei, schaffen die das noch? 54. Das ist mir zu riskant. Ups, da wollte ich ihn jetzt auch nicht hinschicken. Zu riskant, da ich nur zwei Schüsse habe, wirklich. So, eine Tech Power und der Großteil von Uzium ist weg. Aber genauso soll sie auch sein. Da hat man die Tech Powers ja. Nicht das. Wie sieht's damit aus? 32, das können wir probieren. Sehr schön. Eigentlich gut zu wissen. Ich wechsle jetzt mal wieder auf Jake. Mit Hawkey kann ich schon fast nichts mehr machen. Dem kann man fast den ganzen Kampf über nichts machen. Bevor ich das mache, ich würde gerne erstmal diesen Kampftower fertig capturen. Ja, das reicht ja genau. Ja, wenn jetzt der andere eh schon da ist, kann ich da ausleeren. Wird schon schief gehen. 5. Naja, das reicht auf jeden Fall. Die Späher sind da mittlerweile dank der ganzen Comptower so gepimpt. Traue ich mich jetzt auch mal zu machen. Einfach aus dem Grund, weil ich, selbst wenn ich jetzt mit den beiden nicht schaffe, dass ich mit Hawkey nochmal drauf schießen kann. Mit seinem Raketenwerfer. Aber es reicht ja auch so. Probieren wir es nochmal mit einer Runde mit Chess. Einfach ein bisschen durchgewechselt wird. Den kann man mal so schön mit dem Zeug austricksen.
wieder 3 Schaden. Das ist doch wunderschön. Da ist die nächste Gabe sogar schon wieder bereit. Reingehen. Und dann das mit Shake nochmal ran, einfach weil es schön ist. Optimal, wie der sich da hinten bewegt. Besser kannst du nämlich nicht hoffen. Ach ja, ich sollte vielleicht den Kommentar da oben mal noch fertig besetzen. Jetzt sollte der ja eigentlich schon reichen. Aber wen wundert's bei 4 Kommentar? Da reicht das nämlich jetzt auch mehr als locker aus. Yes, we're finally safe from that disgusting sludge. It appears you have rescued us. We want answers, not your thanks. Why were those things chasing you? You're in the black hole army. We knew too much. What do you mean? I suppose it would be in my best interest to tell you everything. I'm going to need your power if I'm ever going to escape from this grip. That's an interesting thing to say considering the circumstances, but we'll come back to that later. For now, start talking. So, hier kommt der Grund, warum das meine Lieblingsmission ist. Für jedes Otium, das man killt, gibt's einfach mal 40 Punkte. Das heißt, wir haben jetzt 990 Punkte, was fast ein kompletter Level-Up ist. We work pretty well together, huh, Jess? It's a tank thing. Nur 190 Punkte. Freut man sich immer so schön. Und wie es aussieht, sind Hawkey und Lash jetzt bei uns mit dabei. Naja, vorläufig zumindest. Ich habe allerdings jetzt momentan nicht mehr wirklich allzu viel Zeit, daher werde ich jetzt erstmal wieder die Aufnahme beenden. Und wie das Ganze mit Hawkey und Lash weitergeht, erfahrt ihr beim nächsten Mal. Bis dahin erstmal viel Spaß. Wir sehen uns dann wieder in hoffentlich 2 Tagen, wenn ich es bis dahin wieder schaffe, rechtzeitig aufzunehmen, was ich ja das letzte Mal nicht geschafft habe. Aber das habe ich ja schon erklärt, warum. Also, bevor ich weiter rumlabere, bis zum nächsten Mal. Haut rein!